Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Im letzten Part haben wir Alias Erinnerungen zurückgeholt und sind jetzt in der Storyline ein bisschen weitergekommen. Das ist sehr gut, denn jetzt können wir im vergessenen Dorf neue Items abgreifen. Dort werden wir jetzt auch als nächstes erstmal wieder hingehen. Da bekommen wir jetzt an sich erstmal ein Item. Dann können wir da ein paar Geister jagen und wir können eine Quest hier, eine Sidequest mit den Katzen machen. Das ist jetzt der Plan für diese Folge erstmal. Und ich hoffe, dass wir halt ein paar Items abstauben können. Zum Beispiel einen kleinen Schlüssel für die Wüstenburg. Das wäre ziemlich geil. Oder für den See. Weil den See, da haben wir auch noch ein paar Schatzkisten, die offen sind. Die wir halt eigentlich mal noch holen müssten. Ich glaube, 3 oder 4 sind das noch. Die müssten wir noch einmal abgrasen. Ja, und ich denke halt auch erst, wenn die Wüstenburg abgeschlossen ist, wird dann der Rest auch triggern, dass wir dann halt über die Wolken können. Und der Rest ist dann eigentlich alles schon gegeben, weil wir haben alle kleinen Schlüssel und großen Schlüssel für den Schattenpalast, für Hyrule. Da haben wir alles. Da werden wir dann auch hoffentlich die letzten Items alle bekommen, die letzten Geisterseelen und so weiter. Ansonsten beginnt dann nochmal eine kleine Suche. Aber so ist der Plan erstmal, ja. So, aber schauen wir erstmal, was wir jetzt aus dem vergessenen Dorf noch mitnehmen können. Denn wie gesagt, da gibt es jetzt halt erstmal wieder ein paar kleine Quests, die wir triggern können. Ich würde sagen, wir holen als erstes mal kurz die 2 Geisterseelen. Dafür einmal Tageszeit ändern. Und 2 müssten es, glaube ich, sein. Einmal oben rechts auf dem Dach. Und einmal hinten links in der Ecke, wo auch das Huhn war. Genau, die Katzen sind jetzt auch alle da. Perfekt. Achso, und den Stein, ja, den Stein können wir auch noch machen. Ah ne, hier ist gar keine Geisterseele. Ich dachte eigentlich, hier ist auch einer. Genau, das ist ja auch noch ein Item, was wir uns holen können. Habe ich auch schon wieder vergessen gehabt. Effektivste Variante, Leute. Ist einfach so. So, und dann einmal den. Keine Ahnung, was das für ein Lied war. I don't know. So. Vielleicht können wir es gleich erfassen. Ich hatte schon immer Probleme, das Wolfsgeheul als Musik zu deuten. Ah ja, okay. Ich weiß, was es ist. Aber rein an dem Wolfsgeheul hätte ich das jetzt nicht erkannt. Ist einfach so. So, ich hoffe, wir bekommen noch ein schönes letztes Item. Ist das der Wolf, der vor Schloss Hyrule steht? Ich glaube ja. Ich glaube, den hat man nämlich noch nicht. Ja, okkulte Künste fehlen uns ja auch noch 2 Stück, glaube ich, ne? Aber das müsste der letzte Wolf erstmal sein. So, und der müsste jetzt halt, wie gesagt, vor Schloss Hyrule sein, richtig? Genau. Cool. Dann holen wir uns den dann auch noch. Dann holen wir uns noch schnell die Geisterseele. Und dann müssen wir die ganzen Katzen suchen. Das könnte... Ja, das ist manchmal ein bisschen nervig. So, warte mal, wie kommen wir denn da jetzt am effektivsten hoch? Das ist jetzt gerade mal kurz meine Frage. Nee, warte. Konnte man sich da hochziehen irgendwo, oder wie war denn das? Ja doch, man konnte hier drüben mit dem Enterhaken, ne? Warte, einmal verwandeln. Ich erinnere mich. Ganz leicht. Genau, da konnte man sich mit dem Enterhaken hochziehen. Und dann holen wir uns mal hier schnell die Geisterseele. Nummer 51, tatsächlich. Und es ist sogar eine Geisterseele. Die Nummer 45, okay. Alles klar. Ich meine, da wollen wir ja auch den Fortschritt wahren.
Hi. So, und dann starten wir mal die Quest mit den Katzen, würde ich sagen. Ich glaube, wie viele sind es? 20? Katzen? 15? 20? 30? 20 sind es, glaube ich. Okay. Hallo Kitty. Nummer 1. Nummer 2. Vor allem, das ist lustig. Ich weiß ja nicht, was daran so lustig ist, aber okay. So, hier ist auch keine. 1, 2, 3. 4. 5. Das Nervigste ist halt daran, dass die manchmal so hinterher rennen und du weißt dann gar nicht mehr, welche hast du schon mal angesprochen oder nicht. Nummer 6. Und die ist auch neu. Nummer 7. Da muss man halt echt aufpassen, dass man da sich nicht irgendwie verliert, sag ich mal. Shit. Die habe ich schon, ne? Wir kennen uns schon, genau. Nummer 8, okay. Siehst du, das ist halt auch so eine. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, die hätte ich schon. Deswegen, ich klapper die auch manchmal einfach gerne öfter ab. So, Nummer 9. Pfeile nehmen wir auch mal mit. Nummer 10. Und ich glaube, manchmal sitzen die Katzen halt auch oben auf dem Dach drauf und fallen einfach runter. Ich glaube, das passiert halt auch manchmal. So, Nummer 11. So, hier dürfte eigentlich keine mehr sein. Die hatten wir schon, ne? Da. Oh Gott. Besser alle nochmal ansprechen, bevor es doch falsch ist. So, Nummer 12. Nummer 13. Da ist Nummer 14. So, hier ist gerade keine weiter. Da ist Nummer 15. So, da hoch müssen wir auf jeden Fall auch. Ich weiß gar nicht, wie kommt man da hoch jetzt? Da müssen wir ganz komisch durch die Scheibe springen, oder? Ah, ich glaube schon. Okay, erinnere ich mich dann dran, hoffentlich. Aber ich hole mal schnell die hier drinnen noch. 16. Schönerweise haben wir echt die geile Musik hier. Das freut mich immer. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt nur noch die Katzen, die oben auf dem Dach sind. Ansonsten sind wir dann, glaube ich, durch. So. Das hier ist Nummer 17. Hallo! Hier sitzt gar keine mehr. Also entweder ist die runtergefallen oder die kam mir halt gerade entgegengerannt. Kann halt alles sein. Ah, ich liebe diese Musik. Haben wir hier noch eine Katze? Nee, hier ist gar keine. Aktuell. Hier vielleicht. Hier ist gerade auch gar keine. Shit, da sind noch drei Katzen und ich weiß jetzt schon nicht mehr. Guck mal, hier ist noch eine. Nummer 18. Okay. Und ich glaube, hier hinten müssen wir jetzt halt irgendwie rüberspringen. Da werde ich es aber mal so machen, dass ich einen Pfeil reinschieße und dann springe ich rüber. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Die ist runtergefallen, ne? Mhm. Tolle Mieze bist du. Ah. So, Nummer 19. Ja, und jetzt fehlt mir die 20. Geil.
Und ich wette mit dir, die ist halt irgendwo runtergefallen. Du vielleicht. Ja. Das ist das Nervigste. Wenn die irgendwo runterfallen und du denkst, du hast eigentlich die alle schon gemacht und ja. Du wirst dann so ein bisschen selber veräppelt. Ah, gut. Alles klar, wir haben sie. Das ist immer das Nervigste. Okay, dann, du hast also mit allen geredet. Na, herzlichen Dank. Deinen Preis findest du vor dem Haus der alten Frau. Vergiss nicht, ihn mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Perfekt. So. Und ich dachte, kann man hier nicht auch irgendwo noch was ausbuddeln? Nee, dann ist das wirklich nur das vor dem Haus. Ach Mann. Okay, dann konnte man hier nichts mehr weiter ausbuddeln, ja? Nee. Okay, dann waren das jetzt nur 5 Rubine leider. Schade, weniger Items hier als ich dachte. So, naja. Dann, da müssen wir jetzt einmal den Stab schwingen, glaube ich. Ich hätte auch noch Katzen. So viele Katzen. So. Guck mal. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnt. Diesen Stab bezeichnet man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Das ist Geld, Oma. Die bezieht nie schon. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Okay. Das heißt, es war jetzt gerade wieder alles umsonst, ne? Ja, dann haben wir jetzt noch die Wüstenburg, glaube ich. Ja. Ja, wir haben aktuell wieder nur den Wüstentempel. Ich hoffe, wir bekommen da ein weiteres Item, das uns irgendwie weiterbringt. Weil wir haben jetzt einen Schlüssel wieder. Sollte dieser Schlüssel vergebens sein, dann beginnt das große Gesuche wieder. Ha, traurig. Aber theoretisch, ich weiß gar nicht, es könnte sein, dass wir mit diesem einen Schlüssel, dass das ausreicht und wir kommen damit zum Boss. Dann können wir nämlich theoretisch in den Schattentempel. Und da haben wir dann auch wieder einen Haufen Items, die wir bekommen können. Also ist alles so ein bisschen Glückssache aktuell. Ich hoffe einfach mal auf das Beste. Ja, also Wüstentempel. Und dann... Wir müssen jetzt wirklich dran glauben, dass wir in diesem Wüstentempel noch ein Item bekommen, was uns halt weiterbringt. Entweder brauchen wir so ein kumulanisches Dokument, aber dann... Ich glaube, wir müssen eigentlich den Tempel abschließen, weil wir brauchen den Trigger. Wir brauchen den Trigger, dass der Tempel abgeschlossen ist. Weil ansonsten kommt, glaube ich, dieser Typ nicht. Der uns das Dokument vorliest und dann die Statuen entziffert und so weiter. Damit wir dann im Endeffekt diese Kanone bekommen. Oder es ist wie im letzten Run, da stand diese Kanone auch einmal einfach am Haiersee. Das war auch ganz merkwürdig. Da können wir dann halt auch nochmal notfalls gucken. Im letzten Randomizer-Run stand die auf einmal einfach am Haiersee, die Kanone, und dann, ja, konnten wir halt nach Kumula, ne? Da gibt's dann auch mal Geisterseelen, viele Schatzkisten, Schlüssel und Boss haben wir ja alles. Also da können wir dann auch ordentlich durchstarten, aber genauso wie im Schattentempel. Oh, wir haben sogar 2 Schlüssel. Oh, okay. Ich dachte, wir haben nur einen. Ja dann, mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen tatsächlich. Da werden wir ja irgendwas bekommen. Für diese 2 Schlüssel. Okay. Schauen wir mal. Jetzt werde ich mir auf jeden Fall erstmal den Geruch wieder aneignen. Schnüffel mal.
So, und dann müssen wir mal kurz gucken auf die Karte. Ja, wir haben ja links theoretisch den Shortcut gemacht. Warum haben wir da eigentlich noch eine Schatzkiste, die wir nicht geöffnet haben? So, hier haben wir doch den Shortcut gemacht, richtig? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Waren wir nicht nochmal im Wüstentempel? Ist der Shortcut wieder... Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Warum? Aber wir sind doch das letzte Mal hier lang gegangen, oder? Da haben wir einen Schlüssel benutzt. Oder kamen wir da nicht weiter? Okay, dann kamen wir bestimmt an einer Stelle schon wieder nicht weiter, ne? Ach, hier haben wir das... Hier haben wir das gezogen. Ah, und da war dann ein Schlüssel und da kam man dann schon wieder nicht weiter. Ah, okay, ich erinnere mich. Ja. Aber... Okay, alles klar. Verstehe. Zack. So, das müsste doch als Wolf auch gehen, oder? Jo. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen. Und da oben, dann haben wir einen Geist besiegt und dann standen wir schon vor der nächsten Schlüsseltür. So war das, glaube ich. Ich erinnere mich. Düster. Bitte greif mich nicht an. Du Stinker. Bist einfach ein Stinker hier. So. Mano! Auf ein neues. Beste Musik für den Tempel, finde ich. Die passt so gut. Dieser Tempel strahlt ja einfach nur Freude aus. Deswegen beste Musik einfach. So, jetzt aber. Liebe Leute, jetzt aber. Genau, hier hat man Geist besiegt, eine Truhe geöffnet und danach war das auch schon... War da auch schon Schicht im Schacht. Weil dann hier wieder ein Schlüssel war. Bam, Alter. Jetzt sind wir stärker denn je, haben das Masterschwert und so weiter. Okay, falsche Richtung. Jetzt bin ich guter Dinge, Leute. So, es geht weiter. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, ich höre es schon, eine Geisterseele. Das ist dann auch Nummer 52 mittlerweile. So. Da haben wir auch einen schönen Zombie. Tschüssikowski. Zwei Zombies sogar. Wahnsinn. Ja. Lebe wohl. So, das war's hier. Und hier konnte man dann so komisch buddeln. Und einen Geist befreien. So, und da hätten wir den Geist Nummer 52 mit 10 Rubinen. Das war jetzt der dritte Geist, glaube ich, ne? Den wir hier besiegt haben. Okay. Part ist halt auch gleich rum. Und hier gibt es noch eine Schatzkiste. So, was haben wir denn hier Schönes? Wasserbomben. Wahnsinn. So, und ich glaube hier, genau, kommen jetzt unsichtbare Ratten. Ekelhaft. So, das waren die... Ja, wieder kein Item bekommen. Zumindest nicht das, was wir brauchen.
So, und hier ist auch schon der nächste Schlüssel. Ja. Wenn wir jetzt vor der nächsten Schlüsseltür stehen, dann sieht's wieder schlecht aus. Deswegen, ich hoffe, das passt dann alles soweit. Einen Geist brauchen wir noch. Und dann geht's zumindest schon mal durch die große Tür. So, dementsprechend einmal hier rüber. Und ich würde sagen, Leute, das machen wir dann im nächsten Part weiter. Drückt mir die Daumen, dass wir hier in der Wüstenburg was Schönes finden. Und vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi!